freue mich sehr drauf, habe auch großen Respekt und ich bin auch so ein emotionaler Kerl, deswegen kann es wahrscheinlich sein, dass das ein oder andere in Tränchen vielleicht rollt. Ich bin sehr gespannt, auf wie die Atmosphäre sein wird, wenn ich jetzt ins Stadion gucke. Ich habe, glaube ich, überall habe ich schon irgendwie gestanden oder gesessen, nur noch nicht auf dem Rasen. Ich bin Andreas Bocchius und ich bin Radiomoderator und Redakteur und in meiner Freizeit Vollblut-Fasenachter. Ganz ehrlich, ich freue mich wie ein Honigkuchenpferdchen. Also für mich ist das eine ganz große Ehre, vor allem auch mit Klaus Hafner eben, also der Legende, ganz klar. Also ich habe keinen anderen erlebt hier im Stadion als Stadionsprecher. Mit ihm zusammen die Rückrunde noch zu machen, absoluter Hammer. Jetzt am Samstag beim Nürnberg-Spiel, da werde ich zum ersten Mal auf dem Rasen treten. Also man kann gespannt sein. Große Freude und eine große Ehre für mich ist es natürlich. Also in Klaus Hafners Fußstapfen zu treten, ist natürlich erstmal sehr, sehr schwierig. Aber ich werde hier definitiv mein eigenes Ding durchziehen und die Leute mitreißen, weil ich ein emotionaler Typ bin. Wenn man mich schon mal am Spielfeldrand bei einem Fußballspiel oder auch auf der Tribüne erlebt hat, da weiß man, was da alles so abgehen kann. Und wenn man die Stimmung auf ein komplettes Stadion überträgt, dann geht das hier schon gut rund. Na, eine Verabschiedung habe ich schon, das ist so ein Catchphrase, den ich schon seit längerem habe. Macht's gut, bis bald. Ache.